Kapitel 5. Zeig, was du kannst. Das ist... Fassungslos nahm Epsilon das Stück goldene Rüstung in die Hand und betrachtete, was sie jahrelang versucht hatte zu finden. Und weißt du mehr darüber, als wir es tun? Für einen kurzen Moment überlegte Epsilon, aber sah schnell, dass Wahrheit sie am weitesten bringen würde. Ja, mehr als genug. Ich muss meine Erzählungen wohl erweitern. Ich hatte einen Teil wenig ausgeführt, dessen Relevanz mir in dieser Welt zu gering wirkte. Ich erinnere dich doch noch an das, was ich über Epolyxus erzählte, nicht? Die Frage war eher rhetorisch gedacht, was Epsilon auch deutlich zeigte, als sie einfach weitersprach, ohne eine Antwort abzuwarten. Alleine da sie sich sorgte, dass das Thema sich stark vom eigentlichen Punkt wegwandeln könnte. Vor allem der Teil über seine Wachen. Ich habe euch davon erzählt, dass eine besondere Rüstung zerbrach. Diese Rüstung war die sogenannte Plot Armor. Genau gesagt nur zwei Teile dieser. Denn so viele hattest du damals, Kel. Zwei von vieren. Wenn alle vier Teile versammelt würden, dann wäre es ein riesiger Fortschritt und das gleich für zwei Probleme. Denn mit Plot Armor schwächt Epolyxus Einfluss. Sobald sie vollständig ist, lässt sie den Dämon schwinden. Gleichzeitig ist sie eine Waffe, die direkt gegen die Kraft des Plot-Kaisers kreiert ist. Wenn Kel sie also hätte... Und dieses Ding ist Teil der Rüstung. Warum hast du uns nicht früher davon erzählt? Ich hielt es nicht für sinnvoll, solange das Wissen um den Aufenthaltsort aller Teile fehlte. Und leider kannte ich nur den Ort Dreierteile. Zumindest bin ich recht sicher, dass sie sich hier am selben Ort befinden wie in meiner alten Heimat. Und dieses Stück ist Nummer 4. Nun, ist an keinem der mir bekannten Orte. Keine Ahnung, ob es das in meiner Zeit auch war. Wenn ja, dann... Egal. Auf jeden Fall ändert das vieles. Ihr könnt die Plot Armor sammeln und vervollständigen. Vor allem Kel wirkte sehr aufgeregt. Gerade im Angesicht der Zukunft, welche einst geschah. Dann sag uns wo. Eins nach dem anderen. Ihr solltet euren Fokus wahren. Du kannst nicht kämpfen, Kel. Außerdem ist die Liga trotz allem wichtig. Machen wir einen Deal. Kel, sobald du dein erstes bewertetes Duell in der Oberliga gewinnst, teile ich euch den ersten Ort eines Teiles mit, gut? Aber wenn diese Rüstung eine Waffe gegen den Plot-Kaiser selber ist, warum wird er sie dann selber nicht sammeln oder sogar selber nutzen? Nun, natürlich machte die Frage aus Sicht einer Unwissenden durchaus Sinn. Doch Epsilon kannte die Tücken des Plot-Kaisertums. Nun, er kann schlecht zwei Rüstungen auf einmal tragen, nicht? Außerdem, es ist schwer zu erklären, aber es gab zumindest bei mir noch jemanden, der über dem Plot-Kaiser stand. Oder der Plot-Kaiserin damals. Dieser Gegenstand ist geschaffen, damit er in den Kampf gegen den Plot-Kaiser gezogen wird. Und das hätte selbst ich damals akzeptiert. Und vermutlich wird dieser Kaiser es auch haben. Etwas unsicher blickte Aurora ihre Mutter an. Akzeptierte die Worte letztlich jedoch schlicht. Also, okay. Dann werden wir die nächsten Tage lang mit dir trainieren, gut, Kel? Und dann gewinnst du mit uns einen Kampf und wir suchen diese Plot-Armor. Klingt das nach einem Plan? Ich würde sagen, ja. Ich bin dabei. Na dann, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Für heute mache ich mich allerdings auf. Es gibt noch manches, was ich am besten mit Saraora besprechen sollte. Und ihr scheint inzwischen ja mit allen wichtigen Informationen versorgt. Also, man sieht sich. Warte, Epsilon, bevor du gehst. Das Dorok war bereits aufgestanden, blickte nun jedoch noch einmal zurück. Du, glaubst du wirklich, dass du gegen den Plot-Kaiser kämpfen kannst?
Wir wissen nichts über ihn. Er ist so unberechenbar. Du musst dir keine Sorgen machen, Aurora. Ein Funken von Wahn schien in Epsilons Augen aufzublitzen. Ich bin mindestens genauso unberechenbar. Eindeutig war dies nicht unbedingt die Antwort, welche Aurora erwartet hatte. Okay, wenn du das dann also sagst, dann... Wir sehen uns bald. Ja, das werden wir. Mit diesen Worten brach Epsilon nun wirklich auf. Ihr Ziel? Der Ligaturm. Denn wo sonst würde sie Team Slash antreffen, wenn Seraora hier genauso kompetitiv war wie noch einst? Und genau diese Vermutung stellte sich auch wieder als wahr heraus. Auf Ebene 29 traf das Zoroark gerade rechtzeitig ein, um das Ende eines Kampfes zweier Fossilien zu sehen. Wobei sie bereits sah, dass auch hier das Wissen ihrer eigenen Welt stand. Amagaga war wahnsinnig und Wissenschaftler. Aber wenn es in einen normalen Kampf ging, nicht nur der Typ war ein Grund für seine Niederlage. Monagoras war auch schlicht ein stärkerer Kämpfer. Seraora stand nebendran, offensichtlich sehr vertieft in das Duell, so dass er Epsilon zunächst gar nicht kommen sah. Du kannst nicht einfach blind loskämpfen, wenn du in einer Nachteilssituation bist, Amagaga. Wenn Typen oder Zahl gegen dich stehen, musst du das bisschen Verstand nutzen, was du hast. Ah, so rum. Epsilon, willst du ja jetzt genannt werden. Stößt du also auch noch zu uns? Und ja, an sich hast du recht. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob du hier groß reden solltest. Weshalb denn nicht? Wenn ich Wissen habe, sollte ich es doch teilen. Oder traust du meine Informationen nicht? Zwar hatte Epsilon die Frage so gestellt, doch sie hatte eigentlich nicht mit einem Bejahen ihres Gegenüber gerechnet. Genau das. Ich sehe mich durchaus im Recht, deine Ringkampftalente zu hinterfragen. Die Liga schien mir bisher deine niedrigste Priorität. Ach, darum geht es dir. Nun, ganz Unrecht hast du nicht. Die Liga ist mir keine Priorität. Aber das heißt nicht, dass ich nicht kämpfen kann. Du bist sehr selbstsicher. Aber du weißt nicht, in wessen Fußstapfen du versuchst zu treten. Team Slash ist ein Top-Liga-Team. Und Zorak war eine extrem kompetente Kämpferin. Und ich bin sie. Mit mehr Erfahrung. Epsilon war sich mit dieser Aussage nicht wirklich sicher, da sie nicht einschätzen könnte, wie sehr das Training als Beta-Kriegerin ihr selbst vor Epsilons Rückkehr gestählt hatte. Doch trotzdem war sie selbstbewusst. Was sie erlebt hatte, machte stärker als jemand wie Olanga es könnte. Nun erhob Seraora sich von jenem Platz, an dem er lehnte. Du hältst viel von dir, nicht? Nun, dann machen wir es doch ganz simpel. Team Slash hatte schon immer seine Hierarchie. Amagaga als Stratege, aber schwächster Kämpfer. Monagoras als Kraftpaket und Typenkonter. Zorak als zweitstärkste Kämpferin. Und ich als Anführer und stärkster Kämpfer des Teams. Wenn du glaubst, besser als die vorige Zorak zu sein, dann beweis es. Lass uns kämpfen. Wenn du stärker bist, als sie es war, dann solltest du doch eigentlich gegen mich gewinnen können. Die beiden Fossilien verließen den Ring und setzten sich an den Rand, offensichtlich sehr interessiert, was nun geschehen würde. Seraora trat auf eine Seite des Rings. Zeig, was du kannst. Für so etwas brauchte Epsilon keine zweite Einladung. Zwar war es nur ein Ringkampf, doch ein Duell würde ihr definitiv helfen, in Form zu bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf ihrer neuen Mission keine Kampfkunst brauchen würde, war relativ genau null. Außerdem, wenn Seraora wissen wollte, was sie drauf hatte,
sollte er es doch erfahren. So standen sich also die beiden einst einzigen Mitglieder des Team Slash im Kampfring gegenüber. Segaora wirkte relativ entspannt. Offensichtlich nicht davon ausgehend, dass Epsilon überhaupt die gleiche Stärke im Ring vorbringen konnte, wie Zoroark einst. Er war leichtsinnig. Aber Zoroark würde sicher gehen, nicht den gleichen Fehler zu machen. Es war nicht unmöglich, dass Segaora in dieser Zeit ein noch trainierterer Duellant war als noch im alten Team Slash. Wobei er bereits dieses nahezu im Alleingang in die Königsliga hätte bringen können. Allerdings lag dies teils daran, dass Epsilon in der dortigen Welt nicht zeigen konnte, wie mächtig sie wirklich war, ohne Verdacht zu erregen. Und zwar mochte sie nun keine Plotkraft haben. Aber die Schatten hatte sie immer noch gemeistert. Der Kampf begann, wie es jeder bei Epsilon sollte. Sie ergriff ihre Schattenklinge von dort, wo kein Licht hinfiel. Sie war an den Schwertkampf gewöhnt und würde sich das nicht abgewöhnen. Ihre Klinge war umgeben von leichten Schwaden in Farben des Regenbogens. Doch keiner ließ sich hiervon beirren. Aber auch war sie daran interessiert, andere für sich kämpfen zu lassen. Das war immer simpler. Während Segaora so mit einem direkten Angriff begann, schnell wie er immer war, entschied sich Epsilon einfach einen kleinen Mond zu kreieren. Diese Fähigkeit hatten tatsächlich die meisten Pokémon, doch die Anzahl jener, welche seine Kraft für eine Mondgewalt nutzen konnten, war deutlich beschränkter. Die meisten Pokémon zogen deswegen keinen Gewinn heraus und nutzten diese Fähigkeit nicht. Und auch Epsilon hatte nicht die Chance, Mondgewalt zu nutzen. Nur das Kampffeld in Zwielicht tauchen konnte sie. Segaoras Angriff verfehlte die regungslose Kämpferin alleine durch jene Regungslosigkeit. Er hatte nicht erwartet, dass kein Versuch des Ausweichens unternommen würde. Deshalb hatte er versucht, eine defensive Aktion vorherzusehen. Und nun fiel sein Schatten mitten auf das Kampffeld. Anders als bei Epsilon, die als Geist keinen solchen hatte. Eben dieser erkannte nun auch ihre Chance und sprang mit einem direkten Schwertstich auf Segaora zu. Dieser wich jedoch ein Stück zurück und konterte direkt. Epsilon traf lediglich seinen Schatten. Genau wie sie es nun einmal gewollt hatte. Zwar konnte Segaora so einen Treffer erzielen und Zoroark durch die statische Energie kurz die Bewegungsfreiheit nehmen. Doch als er gerade den nächsten Hieb setzen wollte, stoppte ihn ein schattiges Ebenbild seiner selbst. Die Königin der Schatten konnte die Umrisse ihrer Feinde zum Leben erwecken und Kämpfer auf ihrer Seite kreieren. Verwirrt sprang Segaora so also zurück, während sein Schatten einen Kampf führte, ähnlich wie er selber. Schnell, abgezielt auf viele Hiebe, evasiv. Ein Gegner auf Augenhöhe, wie es nahezu bei jedem war, der gegen seinen Schatten kämpfen musste. Dies war, worauf niemand vorbereitet war, was Epsilons Kampfstil nahezu unbezwingbar machte, wenn man nicht auf ihn vorbereitet war. Man brauchte eine Taktik, um sich selber bezwingen zu können. Und was ein noch größerer Nachteil war, selbst wenn man so eine hatte, sich dieser bewusst war und es somit schaffte, den Schatten zu bezwingen, musste man somit die größte Schwäche des eigenen gewöhnlichsten Kampfstils offenbaren. Und das gegenüber der Gegnerin? Die einzig wahre Möglichkeit seines Sieges gegen Epsilon wäre es, keine Gewohnheiten im Ring zu haben und seinen Kampfstil in Sekundenbruchteilen in jedem Detail zu ändern oder zu verhindern, dass sie jemals einen Mond nutzen konnte. Aber für all dies musste man erst einmal den ersten Schritt des Ganzen bestehen können. Den eigenen Schatten bezwingen. Und dies war bereits, womit Segaora große Probleme hatte.
Und genau dies brachte ihn auch innerhalb von Sekunden in eine sehr schlechte Lage. Epsilon hatte ihm einen Gegner auf Augenhöhe gegenübergestellt. Doch auch sie selber war noch Teil des Kampfes, ebenfalls mindestens auf Augenhöhe. Und zwei Feinde auf Augenhöhe gegen einen? Es war kein sonderlich fairer Kampf. Seraora entschied sich so schnell, einen Fokus zu legen. Sein Schatten zu bezwingen würde ihn zurück ins 1 gegen 1 kommen lassen. Würde er allerdings direkt Epsilon bezwingen, wäre der Kampf zu Ende. Das Zorak musste sein Ziel sein. Allerdings war das der ehemaligen Kaiserin durchaus ebenfalls bewusst. Wenn der Schatten schwand, dann war es einfach so. Er war nur ein Schatten und der Wertung irrelevant. Deshalb war es auch im Verstand der leben gewordenen Dunkelheit, seine Meisterin zu beschützen. Egal, was es kostet. Was Seraora jedoch auch unterschätzte. Weshalb genau nutzte Epsilon die Kraft des Schatten überhaupt? Im Verstand des Ligakämpfers war die Antwort simpel. Weil sie keine Chance auf einen Sieg hätte, wenn sie alleine kämpfte. Die Wahrheit war jedoch noch simpler. Epsilon war zu faul, den Kampf selber zu führen, wenn auch jemand anderes es übernehmen könnte. Würde sie es wollen, dann sähe der Kampf anders aus. Nicht jedoch das Ergebnis. Denn jenes stand so nach kurzer Zeit fest. Seraora hatte keine Chance gegen die tückischen Techniken des Geist-Pokémon. Und fand sich schon bald außerhalb des Ringes wieder. Als Epsilon zu ihrer Seite blickte, sah sie den Ausdruck der beiden Fossilien, welche den Kampf beobachtet hatten. Und jene wirkten sehr verschieden. Monagoras wirkte begeistert. Er war ein Kämpfer, kein Denker. Ein wenig Brutalität war genau sein Geschmack. Amagaga hingegen wirkte ängstlich. Er verstand die Kraft, welche er beobachtete. Und er konnte sich nur glücklich schätzen, auch hier auf Epsilons Seite zu stehen.